Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nacht des Raben ist auch dabei. Wir müssen, ich muss euch was erzählen. Auf jeden Fall erstmal, bevor ich jetzt anfange, wir sind hier stehen geblieben und dürfen ab jetzt, ja, ins Kloster. So. Und genau da gehen wir jetzt hin und ich werde das nicht schneiden, sondern ich werde die... Hey du, aufsteigen. Ich werde die Chance nutzen, während wir dorthin reiten, um... etwas zu klären. Letzte Folge war ein bisschen failig, gebe ich zu. also ich wurde auf einen größeren und auf zwei kleinere Fails hingewiesen. Die beiden kleineren, okay, ja, komplett verständlich, aber gut. Passiert. Das größere war, dass das Missgeschick mit Diego passiert ist, dass ich halt weitergelaufen bin. Diego irgendwo offensichtlich stehen geblieben ist und dann despawned ist. By the way, laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? Ach du Scheiße, okay, dann halt nicht. What the fuck geht denn jetzt hier ab? Was war denn das für ein Biest? Warte mal, doch, ich laufe in die richtige Richtung. Das, lasst uns die Creature von, I don't know, Herr der Ringe oder so ein Scheiß, mal kurz überspringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt pack, alles so zu erklären, während ich reite, weil ich mich gerade noch drauf konzentriere. Muss, wo der Weg ist. Ja, doch, jetzt habe ich es aber, glaube ich. Genau. Diego ist irgendwo hängen geblieben. Beziehungsweise halt stehen geblieben, weil es nicht der Weg ist, den man mit Diego gehen sollte. Ich bin weiter, er ist despawned und dann musste ich halt irgendwie zu ihm cheaten, weil ich nicht wusste, wo er ist. So. Wobei, ich gehe mal kurz runter von Kralle. Wir müssen nämlich in die Richtung, oder? Ja, müssen wir. Okay. Freunde, da, also, es tut mir leid, ne? Sonst sage ich ja immer, ja, war unnötig von mir, dies, das, ne? Aber in dem Moment, es tut mir leid, da kann ich es echt nicht einsehen, weil aus meiner Perspektive habe ich so gehandelt, wie ich hätte handeln müssen, ja? Diego ist auf einmal weg, ich habe mich ja davor umgedreht, er war noch da, alles cool, ich bin weitergelaufen, auf einmal war er weg, ja? Ich habe halt davor nur abgecheckt, ob die Geschwindigkeit passt, nicht, dass der irgendwie komplett Meilen hinter uns ist, weil wir da einfach straight rennen. Ja, da hat für mich alles gepasst, deswegen bin ich einfach weitergelaufen. Hab dann gespeichert gehabt, weil irgendwas passiert ist, wo ich mir dachte, okay, lieber mal speichern. Das ist halt so ein typischer Gothic-Reflex. Warte mal, das ist auch wieder so ein böses Vieh, Alter. Suchender. Ey, ich schwöre, die sind doch von Herr der Ringe, oder? Diese Teile, wenn man den Ring anhat, dann merken die das. Die spüren die Macht, wenn irgendwie der Ring angezogen wurde und dann sind die auf der Suche nach dir. So ein Ding ist das. Okay, dann bleibe ich erstmal kurz noch hier stehen. Wir sind jetzt ja eh gleich da. So. Ich habe halt dann gecheatet, ja. Es ist jetzt ja nicht irgendwie, dass ich großartig mehr Kraft oder irgendein Spell oder irgendwas in die Richtung haben wollte. Sondern ich dachte, echt, der ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Wir hätten ihn wahrscheinlich in ein paar Folgen erst wieder getroffen oder so. Ihr müsst euch ja in meine Perspektive denken, als jemand, der nicht weiß, wo er jetzt hin ist. Also, wo er ist ab Kapitel 3. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ich muss kurz überlegen. Genau. Er hat uns... Oh, scheiße, da läuft noch was zu. Fug. Er hat uns gesagt, wir sollen nicht zu den Drachen, zu den Paladinen, zu den Orks, sonst wohin. Okay. So. Es gibt jetzt halt so zwei Sachen in Gothic. Einmal gibt es, also jetzt bezüglich auf die NPCs, einmal gibt es die Möglichkeit, dass man zu viel in die Dialoge interpretiert und zu wenig. Ich habe zu wenig rein interpretiert, denn hätte ich wirklich genau auf seine Worte geachtet, okay, du darfst nicht da lang, du darfst nicht da lang, du darfst nicht da lang, dann hätte ich da vielleicht mehr drauf geachtet. Vielleicht, vielleicht auch nicht, denn es gibt ja, oder es gab ja einen Weg, der uns in das Ganze reingebracht hat. Der wurde uns von diesen Jägern erzählt, ne, so ein Scout. Da hieß es, yo, geh einfach durch den Wald. Da sind nur so ein paar Bobviecher, die haben wir ja dann umgehauen, so ein paar Snapper und so, ja, ne. Und dann halt durch den Fluss. So kommst du ganz gut an den Orks vorbei. Also liegt es doch nahe, dass ich mir denke, okay, auf genau dem gleichen Weg, wo wir hier reingeschickt wurden, können wir auch wieder rausgehen. So, und genau das habe ich probiert. Jetzt ist Diego auf einmal weg gewesen und ich dachte mir, scheiße, keine Ahnung, wo der Dude hin ist. Also ich habe gelesen, dass er offensichtlich wie das
Scheiße. Dass er offensichtlich wieder dort spawnt. Warte mal kurz, wir hauen den weg, weil keine Ahnung, wo der hinläuft. Am Ende haut der sonst welche NPCs um. Hat jetzt einen Suchender, der ist doch bestimmt kein Stress. Shit, okay. Der erste hat uns direkt angegriffen. Ein Mist viel weniger. Wie ein Mist viel weniger? Also das lebt noch das Ding. Hey, warte mal. Ein Mist viel weniger. So, haben wir jetzt alles, ja? Die Bugs sind. Okay, das ist wahrscheinlich Mod-Content, oder? Oder ja, ich weiß es nicht. Aber okay. Nice. So, wo bin ich stehen geblieben? Nice, Suchender. Richtig geil gemacht, Suchender. Ja, ich glaube, ich bin da stehen geblieben, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wo er ist. Und. Wie soll ich wissen, dass ich zurück in dieses Teil, also in diesen umschlossenen Felsding wieder gehen soll, wo halt er davor war? Woher soll ich es wissen? So, man kann natürlich auch damit rechnen, dass er halt sonst wohin gebackt ist. Dass er jetzt halt vor der Mine steht, weil das die Ankunft wäre. Ich meine, bei Lades war es doch so. Da ganz am Anfang ist er despawned, also das ist zig Folgen her. Wir sind mit ihm mussten wir hierher laufen. Er ist irgendwo despawned, war nicht mehr da. Und als ich dann hier war, war er auf einmal schon hier. Das heißt, er ist dann einfach alleine zu dem Standpunkt gelaufen. So, dann bin ich natürlich davon ausgegangen, vielleicht ist er da vorne vor der Mine. Deswegen bin ich ja da auch zuerst hin, ohne irgendwas zu machen. Dann war er da nicht. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist er jetzt schon im Kyrenis. Aber auch vor der Mine. Da war er auch nicht. Und dann fing es ja bei mir an, dass ich mir dachte, okay, scheiße, keine Ahnung, wo der Bruder hin ist. Und musste halt cheaten. So. Das ist an und für sich, oder wäre an und für sich halb so wild. Allerdings habt ihr mir geschrieben, dadurch habe ich viel Content verpasst. Also auch offensichtlich viel Storytelling. Das ist natürlich nicht so geil. Also wenn es jetzt nur darum gehen würde, halt mit Diego den Weg entlang zu gehen, und es hat halt nicht so geklappt. Ich meine, ihr schreibt halt öfter, ja, du spielst es ja blind, deswegen solltest du das rauslassen mit den Cheats. Aber genau weil ich es blind spiele, weiß ich mir halt dann teilweise einfach nicht anders zu helfen. Ihr wisst euch anders zu helfen, weil ihr das Spiel kennt. Versteht ihr? Also es ist teilweise echt nicht so leicht, halt sich dann reinzudenken, was jetzt passiert sein könnte, was schiefgelaufen sein könnte, ja. Und dann halt irgendwie das Problem auf uncheat-mäßige Art und Weise zu lösen. Auf jeden Fall, haben wir jetzt halt offensichtlich das Problem, dass halt Content durch ist. Offensichtlich wichtige Story-Elemente. So, ja, jetzt guckt mal hin, ja, jetzt guckt mal hin. Das hier, Let's Play, ist der Speicher von gerade eben. Auf den bin ich gerade rein. Habe ich gerade geladen. Das hier ist der Anfangsspeicher der letzten Folge, okay? Das heißt, ich kann dort wieder rein. Jetzt würde ich sagen, ich habe schon viel zu viel gequatscht, Alter. Wir machen jetzt trotzdem erstmal unsere NPC-Talking-Session, ja? Weil das Video soll den Titel haben, Kloster, ja? Und darum geht's jetzt auch. Für alle, die danach noch dranbleiben wollen, würde ich das andere Texture-Pack reinhauen und nochmal versuchen, mit Diego den Weg zu gehen. Und dann können wir uns nochmal anhören, was er uns jetzt alles so mitteilt und so weiter und so fort. Ich werde aber dann trotzdem wieder diesen Spielstand hier, den wir jetzt ja gerade machen, laden das nächste Mal. Aber halt einfach, um ne, die Story-Elemente mitzubekommen, würde ich es halt dann nochmal so machen. So. Hey, du. Jorgen. Hey, du. Warst du schon mal im Kloster? Kann hey, sein. Du. Wieso? Hey, du. Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Ja, bist mein du richtig? Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Kyrenis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Also, wir könnten den eigentlich übel entspannt zu den Piraten führen. Dann soll er halt da Crewmitglied werden. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich hab schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Neue Spawns, ne? Ja, okay. Ja, gut.
Das führt ja wohl zu nichts. Na ja, gut. Ich denke mal, mit dem werden wir dann später noch irgendwas anfangen können. Sehr gut, dass wir hier zu einem prächtigen Kloster hinlaufen und es fängt auf einmal das Pissen an. Ist jetzt... Alles klar. Du bist? Dich kennen wir ja schon, ne? Achso. Ich will keinen Kommentar lesen. Ich will keinen Kommentar lesen. Weil ich kann mich noch erinnern, dass letztes Mal ja hier auch jemand stand, der dann auch meinte, ja, nö, hier ist zu. Du hast dich ja schon angeschlossen. Mhm. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Milton, das haben wir. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. Ermächtigungsschreiben. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Mhm, okay. Scheißwetter. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Haben wir ihm ja geraten. Nach dem Essen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja, das sagt mir jetzt, dass er, also dass Diego eigentlich mit uns nur zur Mine, also zu dieser, ne, wo wir durchs Tor gehen können, gelaufen wäre. Und dann sehen wir ihn nicht mehr, sondern erst wieder in Corinus halt. Also der verschwindet dann auf einmal. Weil sonst würde er hier nicht sagen, yo, der ist in Corinus, wenn wir mit ihm nach Corinus gelaufen wären. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Dann ist es kein Mod-Content. Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Okay, ja, dann definitiv keinen Mod-Content. Sonst wäre es unvertont. Mhm. Ja, okay. Aha. Ich bekomme so ein... Eingesperrt. Ich bekomme so ein bisschen die Vibes von, du brauchst den richtigen Schlüssel. Hä? Okay. Ja, den wollen wir uns mal kurz hinhauen. Ich will, dass es aufhört zu regnen. Ich bekomme ein bisschen die Vibes von Risen 1. Vulkanfestung. Hier drin, finde ich jetzt. Okay, so. Upolos. Komischer Name. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Wieso ist es jetzt auf einmal so ein Ding? Wieso weiß er direkt? Also, wir haben jetzt bisher einen Sucher gefunden. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Aha. Okay. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Okay, ja, komisch. Also, ich meine, wir sagen das ja schon relativ überzeugt. Wir haben aber noch keinen gesehen. Also, außer in der Cutscene, ne? Ich weiß nicht, ob das zählt. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, ey. Das ist halt, ne? Okay. Haben wir hier eigentlich auch Zugang? Bibliothek? Ohne den richtigen Schlüssel, okay, ich das nee. Nicht auf. War fast zu erwarten, wenn die Tür schon zu ist. So, hier ist niemand. Wer bist du? Marduk. Hallo. Okay. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert,
werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Okay. Eigentlich sind es doch die Drachen, die außen sind, oder ist es Macht Belia? Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Aha. Das ist ja easy game für Innos. Schickt einfach die Paladine rein. Die machen das. Und sein Ruhm wird krasser. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Da steht Wind und Donner, lol. Was ist da los? Ich nur Magier. Also auch davor, hier, was? Schaut mal hin. Lest mal oben mit. Böse? Es ist die Kraft Belias. Das Böse ist allgegenwärtig. Ja, alles klar. Also, ja, er ist jetzt gegebenenfalls Eis und das andere oder Wind und das andere. Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Den hat's erwischt? Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Das war doch der hier, wo wir das erste Mal nach Corinnes reingekommen sind und er erstmal so, halt, erstmal die Gesetze. Ja gut, also, ne, wer so lebt, der braucht man sich nicht wundern, ne? Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Wenn es ein Söldner gewesen wäre, ach, scheiß drauf, nur ein Söldner. Ah nee, warte, nee. Hab mich verklickt. Okay, Ende. Was jetzt hier drin? Ja, oh. Nee. Man kann mich ja auch mal vorwarnen, so, hey, geh da nicht rein. Okay. Darf ich hier oder ist es auch nicht? Was Ikarat. Suchst du hier? Ja, ich will doch nur mal gucken, ob hier jemand chillt bitte, oder schläft. Geht doch. Was ist das hier? Ist da was verbuggt? Das schaut mir nach hängenden Ketten aus oder so. Da ist doch safe was verbuggt, oder? Schaut mal hin, das sind Ketten. Das ist doch nichts Neues. Ja, okay. Darf ich hier oder auch nicht? Was suchst du hier? Rülan. Was suchst du? Was suchst du hier? Och, Rülan, Mensch. Wieso? Idioten alles hier. Warte mal, wir laufen einfach mal durch. Was suchst du, kluges Kerlchen? Okay, hier ist wieder okay. Hier ist... Okay. Ja, mit Rülan ist wohl gerade nicht... mit Quatschen, der ist nur darauf fokussiert, dass wir uns Hauptsache nicht in diesen Raum aufhalten. Ist hier niemand? Käfer. Okay. Können wir weghauen? Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Rülan zeitenweise hier außen ist. Dann kann man mit ihm reden. Oh, warte mal, da ist jemand, oder? Ist das Rülan? Das ist ein Novize. Okay, aber ich denke mal, hey. Weil er halt keinen Namen hat, der sagt uns, ja, der sagt uns gar nichts. Gar nichts sagt er uns. Ja, ich weiß nicht, wollen wir, ja komm, sammeln wir halt hier noch ein bisschen Heilpflanzen ein. Irgendwann wird der Tag kommen, Freunde, wo wir Alchemie lernen. Und dann können wir diese ganzen Heilpflanzen zu Heiltränke verarbeiten. Und wir haben nie wieder Probleme. Nie wieder. Also vielleicht mache ich es sogar recht bald, weil wir müssen ja auch noch die permanenten Tränke herstellen können. Ja, das können wir einfach mal liegen lassen, also eine Weintraube, ich weiß auch nicht. Nee, also, was suchst du, kluges Kerlchen? So, wer ist hier? Ich werde mich dann... Niemand. Mich fragt ja keiner. Truhe. Das hätte er auch selbst. Truhe, okay. Auf jeden Fall keinen Schlaf gemacht von irgendjemandem Besonderen. Also hier, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ob hier vielleicht so Deckenlampen... von der Decke hängen würden oder so, keine Ahnung, und die halt irgendwie jetzt einfach einen Meter weiter nach unten versetzt sind. Keine Ahnung, sag du es mir. Was kann ich für dich tun? Weiß ich nicht. Hast du was Interessantes für mich? Ein bisschen Kraut? Nein. So, ja, danke fürs Gespräch. So, der hier ist Obermacker, den sprechen wir erst gegen Ende an. Erstmal gucken wir, was drumrum hier abgeht. Novize? Das sind doch alles nur Gerüchte. Hey! Du bist kein Obermacker, das sehe ich direkt. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Möglich ist alles.
Okay, der hat jetzt auch nicht so viel zu sagen. Mhm. Ich glaube, die hätten alle ziemlich viele Quests, wenn wir halt hier angefangen hätten. Was ist jetzt hier los? Kann ich dir behilflich sein? Weiß ich nicht. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Aha. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Merkt ihr, wie das im Kloster immer über Spenden abläuft? Ich brauche ein paar Dinge. Was hast du denn? Okay, du hast irgendwelche kranken Stäbe. Mhm, nein, warte hier. Ja, okay. Geschwindigkeit. Also nicht, dass ich hier irgendwas verkacke. Okay, das sind aber keine permanenten. Kann die durch Zufall drin sein? Mhm. Angst. Okay, kleiner Feuersturm. Okay, warte, das ist filmig mit dem nach rechts, also dass wir hier rüberkommen. Ich würde es nämlich gerne einfach so durchklicken. Nee, oder? Kugelblitz. Aha, nicht, also nicht, dass ich jetzt wüsste. Nee. Schlüssel. Zur Pforte des Innos-Klosters. Ja, aber den haben wir doch. Sonst wären wir nicht reingekommen. Wieso wird er hier verkauft? Oder ist das einer der... Nee, die Pforte. Das steht schon ziemlich klar da eigentlich. Ja, also Tränke wären hier vielleicht interessant, aber ich weiß nicht. Da würde ich noch ein bisschen warten. Wie schaut's aus? 29 Lernpunkte. Also eigentlich, wenn hier irgendjemand Alchemie drauf hat, ne? Permanente Tränke konnte ja diese eine Hexe da im Wald. Also, aber gut, für normale Tränke. Ich glaube, man braucht normale Tränke und dann kommen... Also, wenn man die gelernt hat, dann darf man erst permanente Tränke lernen. Denke ich jetzt mal. Das heißt, wir... Ja, Alter, wie sie gleich losrennen. Oh, warte mal. Den kennen wir nicht. Warte mal. Was hast du hier gepflanzt? Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Zudem müssen wir. Wie geht's denn so? Du bist nur Gast hier im Kloster Innos. Also solltest du dich entsprechend benehmen und mich nicht bei der Arbeit stören. Guten Tag. Alter, wir hätten echt erst hierher gesollt. Hier hätte bestimmt ziemlich viel Erfahrung geschlummert, weil die wollen alle nicht mehr mit uns reden. Die sehen, yo, der ist Söldner, der ist unten durch. Babo. Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Ja, dann ist er wohl nicht Babo, hm? Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Nur, ach, ich will mich nicht beschweren. Na komm schon, hm? Was gibt's? Dann hör auf zu jammern. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Sehe ich so aus? Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Igaratz, das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Mhm, vielleicht kann ich dir helfen. Was sind das für Dokumente? Ja, komm. Was sind das für Dokumente? Das geht niemandem was an. Das ist ganz und gar meine Sache. Okay. Los, sag schon. Das wäre halt... Das sind ganz normale Dokumente halt. Nichts Besonderes. Ich frag nicht weiter. Schade, weil damit... Also, dann hätten wir natürlich die Wahl. Wollen wir ihn doch verpfeifen oder wollen wir halt ihm helfen, ne? Das ist mir doch ein bisschen zu privat. Was sollst du für ihn tun? Darüber möchte ich nicht reden. Auf jeden Fall ist es nichts Innos-Gefälliges. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn das rauskäme. Ja. Könnt ihr euch jetzt bestimmt euren Teil denken, wenn man das jetzt so ein bisschen, also wenn man das Kloster mit einem Knast vergleichen würde. Oder es ist nichts Innos-Gefälliges. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Das kommt natürlich ganz drauf an. Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber. Heilzauber?
eine Heilrune wär's, ne? Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ehrlich? Es muss einfach gelingen, es muss! Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaraz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig, du machst erstmal weiter, um den Rest kümmere ich mich. Okay, deswegen hat die eine Truhe diesen Namen, Igaraz-Truhe. So, darf ich hier rein? Nee, also hier ist nichts. Kluges Kerlchen. Wie, kluges Kerlchen? Junge, ich helfe dir gleich nicht mehr. Ohne den richtigen Schlüssel. Okay, hier geht auch nicht, aber... Also steht auf jeden Fall nichts drüber. Da hinten war auf jeden Fall Bibliothek. Was hier? Truhe? Ring? Okay. Könnte man schon mal ein paar lange Finger machen hier, ne? Eigentlich. Also, ich denke mal, das würde nicht großartig weiter auffallen. Was hattest du da drin zu suchen? Okay, vielleicht doch. Ich werde mich da nicht. Der ist ganz schön frech dafür, dass er unsere Hilfe braucht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob man hier die Heilpflanzen einfach rausziehen kann aus dem Boden. Ich meine, die pflanzen die und wir ziehen sie direkt daneben raus. Ich weiß nicht, ob die das so mögen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Warte mal, hat er jetzt irgendwie hier... Ja, jetzt fängt es jetzt schon an, ne? Also wir können ihnen entweder das Zeug abziehen einfach. Meine Meinung kennst du ja schon. Ja, wir müssten uns... Ah, das ist schwer. Wollen wir nicht erst mal gucken, ob wir das Zeug bekommen? Warte mal, wo stand denn die Truhe jetzt hier? Hier auf jeden Fall nicht. Inos Strafe ist gerecht. War sie hier? Ja. Aber das wird denen bestimmt nicht gefallen, dass wir hier drin sind. Ja, ja, ja. Aber können wir uns hier vielleicht einfach reinschleichen? Helllichter Tag? Schau mal so. Also das ist schon echt kackendreist. Man wartet so, bis er sich umdreht und direkt 50 cm neben ihm fangen wir das Schleichen an. So, okay, ich speichere eben mal ab. Und dann erfunden wir das. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach so. Ja, das ist natürlich ungeschickt. Na bitte, geht doch. Ja, dann müssen wir uns ja eigentlich davor mit ihm unter... Ja, oder? Ja, warte, wir sprechen ihn einfach mal drauf an. Wir sollen ja bloß nicht mit den Magiern drüber reden, also mit den krassen Magiern, ne? Wir müssen uns mal über Babo unterhalten. Ja? Was ist denn los? Du hast etwas, was Babo gehört. Was soll das sein? Ein paar Papiere und Babo hätte sie gern zurück. So, hätte er das. Das kann ich mir denken. Leider würde ich sie gerne behalten, was uns irgendwie in eine Zwickmühle bringt. Ja gut, in seiner Truhe, oder? Wo hast du die Papiere? Nun, ich habe sie natürlich nicht bei mir. Ich fürchte, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ja, das... Wo sind sie? Hilft mir. Ich habe sie sicher eingeschlossen. Und den Schlüssel wirst du nicht von mir bekommen. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo der Schlüssel ist. Was sollte Barbo für dich tun? Wenn ich gewusst hätte, dass sich der Kleine wegen ein paar Sumpfkrautpflanzen gleich in die Hose macht, hätte ich dafür gesorgt, dass jemand anderer den Klostergarten pflegt. Er soll Sumpfkraut anpflanzen? Natürlich. Seitdem kein Zeugs mehr aus der Barriere kommt, ist der Preis in der Stadt um das Dreifache gestiegen. Stimmt. Es wäre für alle Beteiligten ein gutes Geschäft gewesen. Aber Babo wollte nicht mitspielen. Mit Sumpfkraut wurde ja aus der Barriere rausgehandelt, damit man da gut was reinbekommt, ne? Wie viel willst du für die Papiere haben? Sumpfkraut bestimmt. Ah, eigentlich sind sie fast nicht zu bezahlen. Sowas bekommt man hier echt selten zu Gesicht. Aber ich habe keine Lust, wegen so ein paar Goldstücken meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 300 Goldstücke. Und du kannst mit den Papieren machen, was du willst. Junge, was? Also man muss das ja gegenrechnen. 300 Gold gegen ein paar Spruchrollen. Aber als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir es machen, denn erstens wissen wir nicht, welche Spruchrollen. Die können natürlich übel geil sein. Und es gibt halt Erfahrung. Ja, und... Ich denke mal, Erfahrung und eventuell eine sehr geile Spruchrolle ist besser als 300 Gold. Nicht zu fragen. Aber nicht jetzt. Das habe ich früher auch. Wir haben halt nur 850 Gold. Ne? Das sind 300 halt schon eine Ansage. Dann wird sich nie etwas ändern. Palan, quatschen wir erstmal mit ihm hier. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Palan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Wir hätten hier so viele Quests gehabt. Safe. Ich werde tun, was mir gefällt.
Das gibt als Antwort wahrscheinlich einfach so einen Feuerball ins Gesicht. Klar. Das will ich hoffen. Das will doch keiner wissen. Wo finde ich? Ah, du bist jetzt Wegweiser, oder wie? Wer erzählt denn sowas? Die Kellergewölbe. Ja, aber wieso? Die Kirche ist hinter dir, ne? Die Kirche. Grundgütiger. Hat Innos dich mit Blindheit geschlagen? Okay, geil. Er stellt sich das immer so an. Was ist sie denn bloß? Ja, okay. Das hätte er doch besser wissen müssen. Geile Antwort auf jeden Fall. Die Bibliothek. Die Bibliothek ist am Ende des linken Säulenganges, direkt gegenüber der Kirche. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Mhm. Sag mir lieber mal, wie man reinkommt, weil ich weiß, wo die Bibliothek ist. Die Kellergewölbe. In der Mitte des rechten Säulenganges ist der Eingang zum Kellergewölbe. Da, ach stimmt, da sind wir noch gar nicht rein. Die Kapelle ist der Raum in der Mitte des linken Säulenganges. Dort beten die Paladine zu Innos. Okay, alles mitbekommen. Daran wird sich nie etwas hier machen. Ist Kapelle, dort beten die, da sollen wir nicht rein, weil wir kein Diener Innos sind. Das ist die Bibliothek. Das ist obvious die Kirche, ja. Ja, man muss ja mal die Gesprächsoptionen durchquatschen, wisst ihr, wie ich meine, ne? Das haben wir nicht herausgefunden, aber das hier ist jetzt Kellergewölbe. Warte mal, also hier dürfen wir, ne? Okay, dann gucken wir halt mal, was hier im Keller ist. Hier ist bestimmt auch noch jemand. Der bewacht halt den Keller. Schau mal hin, Novize. Ah, und das hier ist der Tränkemeister. Dante. Warte mal, quatschen wir erstmal Dante. Fass dich kurz. Ach so, okay, jetzt gehen wir da ein bisschen mit Mod-Content weiter. Was ist deine Aufgabe hier? Ich schmiede und verwalte unsere Ringe und Amulette. Ui, okay. Wenn du Amulette oder Ringe kaufen willst, dann quatsch nichts, sondern komm gleich zum Punkt. Ja, das ist halt ein Händler, ne? Okay. Uninteressant. Interessant. Eventuell interessant. Auch eventuell interessant. Was ist das hier? Er muss ja irgendwie seine Funktion hier haben, ne? Lasst mich eben mal gucken, was wir anhaben. Weil ich hab's schon ein bisschen vergessen, so. Dann gucken wir mal. Also zwei Ringe, ein Amulett geht ja klar. Okay, wir haben das 10-Waffen-Amulett an. Das heißt, uninteressant. Schutz vor Waffen 4. Lebensenergie-Bonus 20. Okay, wir haben Schutz vor Waffen 4. Lebensenergie-Bonus 20. Okay. Nein. Schutz vor Waffen 3. Das wäre eins weniger. Aber wir haben 2 Pfeile, 3 Feuer, 2 Magie noch oben drauf. Ich bilde mir sogar ein, der hier wäre besser als 20 Lebensenergie. Weil ich finde halt Schutz an und für sich geiler, als wenn man viel Lebensenergie hat. Weil dann bekommt man einfach weniger Damage. Ja, und braucht halt nicht so viel Trank. Aber 900 Gold ist halt auch eine Ansage, zumal wir halt 850 haben und ich nicht weiß, was jetzt in naher Zukunft auf uns zukommen könnte. Wir sind jetzt Kapitel 3. Das heißt, es verändert sich storymäßig was. Gegebenenfalls würden wir auch die Möglichkeit bekommen, eine neue Rüstung bei den Söldnern zu bekommen. Die lässt sich ja bestimmt auch einiges kosten, ne? Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Ja. Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer Kirche weiter. War ja fast zu erwarten. Das hätte er doch besser wissen müssen. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Ja, wenn es so gut ist, ich... Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Herr, übel nice, wartet mal. Dann müssen wir das gar nicht lernen. Doch, müssen wir. Weil er keine permanenten Tränke für uns herstellt. Okay, gut, dann hat sich das ja wohl. 10 Gold pro Trank ist okay. Also wie ich weiß, wir müssen halt dann theoretisch noch ein bisschen... Was mit dem Buchregal da hinten los? Theoretisch müssten wir halt dann natürlich noch diese ganzen Heilpflanzen und sowas mitbringen.
Das heißt, 10 Gold ist es nicht im Reinen, aber trotzdem deutlich billiger als bei jedem Händler. Noch billiger allerdings, wenn wir ein paar Lernpunkte in die Hand nehmen. Und halt das Zeug einfach selbst lernen, ne? Was hier? Schatzkammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da würde ich mich ja schon gerne mal umschauen, ne? Vorratskammer. Da könnte halt gegebenenfalls neben Essen und so vielleicht ein permanenter Trank stehen. Merkt schon, richtig Bock auf die permanenten Tränke. Ist hier jetzt noch irgendjemand? Weil wenn nicht, würde ich halt sagen, gehen wir mal in die gut versteckte Kirche. Daran wird sich nie etwas ändern. Oh, hier steht jemand. Der bewacht es aber. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Jan, wer bist du? Ja, okay. Schon genug Probleme hätte. Oder würde ich schon auch gerne mal reinschauen, wenn das hier schon so bewacht wird. Aber wird sich, denke ich, alles klären. Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier komplett abgeschnitten sind. Garwink. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innoskirche außerhalb der Reichshauptstadt. Das hätte er auch selbst wissen können. Wartet mal. Also ich weiß, dass wir auf die Schnauze bekommen würden, ne? Aber, ja. Ich sehe zwar gerade irgendwie keinen... Ah, doch. Achso, okay, das kann man aber nicht nehmen, das Schild. Nee, oder? Ja, okay, doch. Aber den Heiligen Hammer, den könnte man mal... Also, ne? Hier? Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Geil, Alter. Der übelst heiliges Reliquie von Innos. Also, ach, scheiß drauf. Brauchen wir nicht mehr, nutzen wir nicht mehr. An die Wand, mit einem Nagel einfach durch. Geil, so geht man mit Antiquitäten um. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Macht Sinn? Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Okay. Warte mal, wieso ging das noch? Wieso ging das noch? Wieso das Schild nicht mehr? Das ist der heilige Hammer von Innos. Okay. Heftig, dass es da so ein bisschen Background-Story noch gibt. Ich glaube, in Gothic 3 war es ja nur der Helm des ersten Paladin, der irgendwie großartig so Geschichte noch, also vergangene Geschichte erzählt. Weil es auch gerade so beschrieben wurde. Ich glaube, in Gothic 3 steht man vor Roba dem Dritten. Dann reden die hier bestimmt nicht von Roba den Dritten, der gerade halt in seiner Festung sitzt, ne? Also in Vanguard war es, glaube ich. Ich habe Gothic 3 lange nicht mehr gespielt. Sondern die reden vom ersten Roba, ne? Denke ich jetzt mal. Kann ja irgendjemand mit deepem Gothic-Wissen beantworten. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier rein. Wir haben ja schon einen dicken Brief dabei, ne? Und, gut, ist jetzt halt nicht live, aber ich habe es letzte Folge, glaube ich, schon gesagt. Ich könnte fast die Wette eingehen, dass wir jetzt nicht einfach das Auge Innos in die Hand gedrückt bekommen, sondern wir müssen halt noch irgendwas machen, ne? Warte mal, habt ihr... Oh, die haben alle Namen. Die sind wichtig. Nicht nur der in der Mitte. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Junge, hast du was geraucht, oder? Er hat Bruder gesagt. Die anderen sind da nicht so aufgeschlossen. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Okay, das ist der unangenehme Part. Also, er hier, so entspannt wie er hier ist, so unentspannt ist er hier. Pyroka, bitte, sei einfach ein korrekter Dude, hä? Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Juckt Mine, ihn nicht. Die Garon im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden, Schergen der Unterwelt Belias. Nimm dich vor ihnen in Acht.
Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. By the way, ich habe gerade nichts am Ton geändert, ja, nichts. Ich glaube, der hat einfach zwischendurch mal eine andere Stimme bekommen und eine andere Lautstärke. Da dachten sie sich, ah, oh, scheiße, da haben wir noch einen Dialog vergessen. Heißt es jetzt halt, diese Suchenden können wirklich irgendeinen Fluch über mich bringen? Und dann, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr heilen oder bin irgendwie übel weak und muss erst mich segnen lassen? Warte mal, segnen? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Geil. Ey, Pyroka, alter Sack, wie schaut's denn aus mit ein bisschen Segen? Hast du was? Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Da haben wir es. Du bist einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Oh, welch ein Wunder. Wer hat das getan? Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Das heißt, die Suchenden haben ihn wahrscheinlich bekehrt. Er ist jetzt evil geworden. Schon witzig, ne? Eigentlich, wie dieses Ermächtigungsschreiben an der Stelle mal komplett für'n Arsch war. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Die Stimme. Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Wen soll ich töten? Um Innos Willen, natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Salandril, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Wie du es anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Ach so, der hier hinten spricht mit uns. Okay, ist nicht ange... Nein, hab ich schon... Nee, kein Problem, ich kümmere mich darum, aber ich will... Ja, also ich will schon ordentlich. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Gut, wir erwarten von dir in ein paar Tagen zu hören. In ein paar Tagen, oh Gott, ist das jetzt... Ist heute... Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Okay, was soll ich... Also jetzt wartet mal. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ne? Ihr wisst es. Ich nicht.
Er hier sagt, wir erwarten, in ein paar Tagen von dir zu hören. Das kann nicht sein, dass das eine zeitlich begrenzte Quest ist, dass das Spiel halt irgendwie so läuft, dass man sagt, okay, 3 Nächte müssen vergehen, dann sind die Tage vorbei. Wenn man dann mit dem Dude hier aufkreuzt, dann sagen die, cool, aber du bist zu spät, hier 50 Gold, ne? Und wenn man es halt innerhalb dieser 3 Tage schafft, gibt es halt 500 Gold oder so, ja? Das ist halt wieder die Sache, interpretiere ich was rein oder nicht? Ich weiß es nicht, ja? So, das ist jetzt dann so ein typisches Ding, wo ich mir jetzt auf der einen Seite vielleicht denke, okay, der sagt das halt so, ich muss, also meine Quest ist halt diesen Typen hierher bringen, ja? Und macht das nach 5 Tagen und ihr schreibt dann in die Kommentare, ey Junge, voll lost, er hat doch gesagt, du sollst dich beeilen, ja? Auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt denken, okay, wir müssen uns beeilen, aber im Endeffekt ist es halt nur die Quest, bring den Typen hierher. Wisst ihr, wie ich meine? So, ist ja, ne? So. Wartet, jetzt habe ich doch hier... Sheet. Also Dokumente, haben wir gesagt, machen wir, glaube ich, später. Ja. Scheiße. Fuck. Was ist jetzt mit dem Auge Innos? Ich habe nicht gescheit zugehört. Ich meine, klar, in der Nachbearbeitung würde ich es dann auf jeden Fall nochmal hören. Das sind so viele Quests, die wir bestimmt machen können. Halt hier auch, müssen wir mit Vatras reden und so, ne? Was ist, warte mal, Auge Innos müsste jetzt hier aktualisiert sein, genau. Klasse, hätte ich mir erdenken können. Schön, dass das so reinschreibt, wie ich es gerade gesagt habe. Ich bin zu spät gekommen, die Hohlköpfe im Kloster haben mir das Auge von einem Novizen klauen lassen. Und ich kann dem Verräter Pedro jetzt hinterher rennen und hoffen, dass ja, okay, scheiße. Fuck, ich hoffe, er hat's gesagt. Also wie gesagt, ich werde es in der Nachbearbeitung nochmal anhören, was er mir gerade genau gesagt hat. Schön, wie ironisch das hier aufgeschrieben wurde. So, Milton will was von uns. Oder? Ach so, nee. Na, ideal. Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Ja. Dann haben wir ja nur ganz Korinnes und das Minental vor uns. Ich meine, zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wo er sich befindet. Ja, geh mal auf die Suche. Du musst uns helfen. Finde mal das Auge Innos. Ja, Freunde, ne, dann... Warte mal, Milton, Alter, das ist mir ein bisschen zu nah. Genau. Also ich habe jetzt bei mir hier 48 Minuten stehen, das ist auf jeden Fall easy in der Zeit. Dann wäre für mich fürs Erste die Klosterruine abgeschlossen. Wie gesagt, dieses eine mit den Zetteln, 300 Gold zahlen, das können wir immer noch machen. Wir können das mit Auge Innos, also das heißt können, das müssen wir machen. Wir müssen halt irgendwo das Auge Innos finden. Ich denke, dann wird sich halt auf jeden Fall noch das ein oder andere hier drin ergeben. Aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt wollen die halt, dass wir das Auge Innos wieder holen, ne? Das wird halt dann die Quest für die nächsten Folgen wahrscheinlich sein. An der Stelle würde ich jetzt sagen, es ist jetzt nicht das Ende, würde ich jetzt halt hier mal Spiel speichern. Selbstverständlich nicht der alte Speicher. Also ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ich hau das mal hier drauf. So, dann haben wir jetzt hier den alten Speicher. Hier den alten Speicher für nächste Folge. Hier werde ich jetzt neu laden. Ich muss jetzt kurz raus, Texture Pack ändern. Und dann versuchen wir das nochmal mit dem Diego, ne? Also, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze halt einfach nochmal. Lass uns zusammengehen. Zum wir hören nochmal hin. Warum nicht? Zum Pass. Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Ja, komm mit. Komm mit. Alles klar. Okay, also... Keine Orkwelle. Keine, hier Paladin-Boys, keine Drachen. Ich werde es jetzt einfach so machen. Wir gucken uns halt öfter um, ne? Ey, das ist. Also, das könnte jetzt echt hart werden, ne? Also, das könnte jetzt echt hart werden.
Wir wollen nach hier oben. Das hier ist ein sehr direkter Weg. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir sind hier. Ja gut, wir sind bei den Orks, aber nicht bei dieser Ork-Palisade. Aber die Sache ist, er müsste ja, laut eurer Aussage auch... Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, müsste er ja... Ja, ey, Leute, was soll ich sagen? Ey, was soll ich da sagen, ne? Also, ach. Puh. Wo habe ich gespeichert? Oh, natürlich vor dem Gespräch. Moment. Okay, ich habe nochmal reingehört. Es war auf jeden Fall, weil alle Befestigungen der Paladine, das heißt sowohl die Burg, das sind ja die Paladine drin, ne? Als auch halt sonstige Lager. So, jetzt wird natürlich sehr interessant, ne? Also mal gucken, wie oft Diego dann auf Kralle schießt und Kralle halt das dann nicht so mag. Oh, komm, ey, okay, das ist... Also, Leute... Scheiße, wie machen wir das? Ja gut, das zu koordinieren, ne? Aufsteigen. Nur testweise. So, Diego, komm mal mit. Oder warte, ja stimmt, wir können ja auch von ihm hier... Ja, alles klar. Da musst du schon aufpassen, Diego, ne? Gut, absteigen... Ich lade, also die Konzentration ist gerade richtig durch. Holy shit. Also hier, okay, Diego, okay, der hat Bock, er hat mega Bock. Warte mal, ach so. Ja, wieso nicht? Two-Hitten einfach so ein Ork-Krieger, wieso nicht? Ja, okay, er hat einfach... Ja, okay, er hat schon einen relativ krassen Bogen. Okay, muss man sagen, der ist schon echt... Okay, das war aus Versehen, aber der ist nicht tot, ne? Weil wir haben ihn umgehauen. Okay, er atmet auch noch. Bruder, da müssen wir dir aber mal... Also, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich es mache. Eigentlich wollte ich komplett auf den Loot scheißen. Aber im Prinzip, ne, Freunde, ist die Folge jetzt hier nichts passiert. Wir haben nur geredet. Das heißt, binnen 10 Minuten könnte ich alles mit Escape durchböllern. Inhalt kenne ich ja. Ich loote jetzt einfach mal, wenn jetzt einfach nur 3 Orks rumhaut und wir haben dann von 900 Erfahrungen, dann mache ich, also dann gebe ich mir den Film nicht. Okay, ja, ich soll ja vorangehen. Er ist jetzt schon... Das hier ist keine Ork-Palisade, ne? Die Palisade ist für mich das neben dem Fluss. Oh nein. So, einer ist gefreezed. Diego macht den. Wir hacken kurz auf ihn hier und dann rennen wir weg. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Diego macht den nämlich. Ist viel weniger. So, dann hauen wir dich nicht. Okay, dann hauen wir dich nicht, dann hauen wir dich nicht, dann hauen wir dich nicht. Diego, wie schaut's aus? Ein müsstest du. Also, das wäre schon... Okay, der ist weg. Perfekt. Speichern, Alter. Wenn ich jetzt F9 gemacht hätte, ne? Dann hätte es aber den Gott-Modus gegeben. Nichts okay, so. Ich versuch's zu umgehen. Wir nehmen ihn wieder mit. Wenn er despawnt, ich hab's gesagt, wenn er despawnt, ihr seht ja, dass es irgendwie nicht so zusammenläuft, ne? Also mit Diego und ihm hier. Dann werde ich die Leben cheaten. So, Butlerfleisch. Wie gesagt, ich werde auch einfach hier ein bisschen mitlooten, mal gucken, was dabei rumkommt. Weil im Prinzip, wenn wir krass sind, ne? Also die 3 Orks, die packen wir dann immer noch, ne? Es ist halt... Ich meine, es wäre natürlich schön, jetzt die Erfahrung mitzunehmen, ist klar. Weil damit könnten wir halt wieder zur Stärke gelangen. Aber gut. Links, rechts, rechts, links. Links, perfekt. Fisch, Gold, Quarz. Nehmen wir. Heilkraut? Okay. Sind wir richtig? Ich weiß... Bist du lebensmüde?
Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Okay, das ist ihm auf jeden Fall zu nah. Das ist ihm zu nah. Also ich hätte mich jetzt dann einfach hier links entlang geschlichen, aber das ist ihm zu nah, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ist ja kein Problem, ne? Aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, das hier ist schon ein sehr direkter Weg. Dann gut, eins weiter rechts. Einmal um den See rum. Okay, dann machen wir das halt. Probieren wir, ob er hier Bock hat. Ich muss halt jetzt viel, viel besser auf ihn aufpassen, dass er auch noch am Start ist. Ja, da müssen wir auch aufpassen. Die sind ja schon... Ja, warte, stimmt. Perfekt. Oh, Mann! Es kann nicht sein. Wie schlecht einfach. Digga, mir reicht's echt, ey. So, warte hier. Gar keinen Bock mehr. Wirklich gar keinen Bock mehr. So, der bleibt jetzt einfach hier. Ich habe keinen Bock, irgendwie hier hinzurennen, dann zwei Waage umzuhauen, dann ihn wieder mitzunehmen, dann irgendwo anders abzustellen, wieder irgendein Vieh wegzuhauen. Nee, Leute. Ey, das kann mir auch keiner logisch begründen, weshalb das nicht weggecheatet wird dann. Wenn man den deshalb wiederbeleben müsste. Fuck. Man müsste das irgendwie echt so einstellen können, dass Diego permanent auf Fernkampf bleibt, weil der ist so gut im Fernkampf, ne? Dann könnten wir halt den Tank spielen und er haut einfach alles von hinten weg. Okay, mhm. Butlerfleisch, irgend so ein komischer Dunkelpilz, perfekt. Okay. Ja, die werden halt, achso, das ist ein Schamane dabei. Diego, wäre geschickt, wenn du jetzt ab hier den Bogen rausholst. Wir laufen weiter, wir laufen weiter, wir laufen weiter. Da steckt jetzt aber keiner die Waffe weg von denen, ne? Na, jetzt wär's soweit gewesen. Nice. Diego? Okay, wir sind komplett im Arsch. Digga, was willst du machen? Was willst du machen, ne? Der Zauber. Einfach ein Zauber, ne? Wir nehmen die 9. Damit wäre der Magier auf jeden Fall aus dem Spiel. Das würde schon mal einiges helfen. So, den haut der Diego jetzt mit dem Bogen weg. Die Orks gehen auf uns, das ist nice. Oder er geht einfach mit dem Schwert rein. Weil er Bogenschütze ist, geht er mit dem Schwert rein. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Yo, schau mal bei dem Mistvieh hier. Perfekt. Zack, hier drüber. So, und jetzt haben wir hier noch einen. Perfekt. Schön interrupten. Ich weiß nicht, wie Diego da steht. Nimm einen Trank, Junge. Nimm bitte einen Trank. Bitte. Er nimmt keinen Trank. Wir müssen ihn wahrscheinlich erst geben, oder? Müssen wir aufpassen. Alter, hier ist echt viel los, ne? Also... Ja, langsam aber sicher weiß ich, weshalb ihr meint, ich hätte mir echt viel Erfahrung gegönnt dadurch. Aber wie gesagt, die wäre ja nicht forever lost gewesen und bisher gibt es noch keinen Story-Input. Heiltrank geben. So, hier. Ja. Hier, nimm den Heiltrank. Weil der würde uns safe sterben. Hat er gerade echt einen fetten genommen. Das, also den hätte ich ihm eigentlich nicht gegeben. Also lasst uns mal zusammenrechnen. Wir hatten da vorne 3 Orks. Wir hatten hier 3 Orks, okay. Das sind so 1800 Erfahrung. Plus die 50 halt noch. Da ist nichts zu holen. Sind wir bei 2100, glaube ich, ne? Okay, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Bisher. Und es ist wieder eine Dreiergruppe. Ich krieg einen Kotzreiz. Einen bitte wegmachen. Einen bitte wegmachen. Scheiße. Oh, scheiße. Wir sind gleich im Arsch. Stufe aufgestiegen. Perfekt. Okay, wartet. Nein, nein. Ah! Weil wenn der so zurücksteppt, dann ist das so eine Animation, die kann man nicht direkt canceln. Ah, okay, warte. Wir nehmen wir den 9 raus. Einen müssen wir freezen, dann ist es deutlich leichter. Okay, einer ist gefreezed. Bitte, Diego, hau ihn mit dem... Oder mach gar nichts. Hast recht. Bleib einfach stehen. Ey, das ist ja...
Ja, Diego ist ein krasser Kämpfer, ne? Aber trotzdem. Also easy würde ich jetzt nicht sagen, dass es mit ihm hier durchgeht. Junge, nimm deinen Bogen, dafür bist du da. Ausgewichen, ausgewichen, sehr schön. So, wir gehen einfach zu Diego. Der haut ihn nämlich ziemlich schnell weg. Stufe gestiegen. Diego, Diego! Perfekt, warte, umdrehen, 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 umdrehen. So, und damit rein, nicht, dass Diego auf einmal auch stirbt. Alter, da hast du doch noch einen Trank. Wieso brauchst du dann von uns welche? Hast sogar voll viele. Er trinkt die sogar aus Genuss, habt ihr gesehen? Der hat die auch, obwohl er voll war, hat er weiter getrunken. Okay, hier. Mhm. Okay. Schaut mal, der hat ja nicht mal eine Chance, irgendwie eine Waffe zu ziehen. So. Ah, stimmt. Das habe ich vorhin mir gedacht. Da hat aber noch irgendein NPC geschwafelt und deswegen habe ich es nicht gesagt. Ich wollte sagen, wenn wir unterwegs sind, soll ich doch bitte mal dran denken, dass wir auch zum Beispiel sowas hier haben. Ich meine, 1000 ist aber schon heftig, ne? Dann haben wir kleine Wunden heilen. Heilkraft 200. Das ist aber halt schon wieder ein Joke, ne? Das ist die 9. Okay, ja, wobei, es hilft schon ordentlich. Es hilft schon ordentlich, okay. Ja, vor allem, wenn es ja mit den Tränken nicht so gut läuft, aktuell, ne? Also, wir haben halt noch diese 75 HP-Tränke, die sind halt schon echt, also, ne? Quasi wie ein Brot. Okay. Diego ist auf jeden Fall noch da. Wir sind fast um den See herum. Jetzt fängt das Viehzeug an. Ab hier, kannst du bitte die Waffe gescheit ziehen? Ab hier sollte es ja... Lol, er rennt uns einfach um. Also... Ab hier sollte es ja relativ entspannt werden. Vor allem, wenn ich sehe, dass Diego die teilweise mit dem Bogen one-hittet. Er darf sie halt nicht ranlassen, ne? Das ist so der Punkt. Nichts zu plündern. Okay. Da ist nichts zu holen. Hm, schön, schön, schön. Nichts zu plündern. Okay, ja, Alter, okay. Die Folge wird lang, habe ich das Gefühl. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber drum herum gehen. Ja, hier ist aber in Ordnung, oder? Du willst bloß nicht, dass ich nach dort gehe. Okay, hier ist eine Grabstätte, kann man sich mal merken. Aber auch wieder hier so eine Sache, ne? Hier würden wir auf jeden Fall natürlich noch eine Erkundungstour machen, ist ja klar. Also ich weiß auch, dass wir aktuell noch nicht viel gesehen haben vom Minental. Keine Sorge. Sehr schön. Das würden wir natürlich alles noch nachholen. Nicht so. Das ist klar. Jawohl. Ist das zufällig die Grabstätte? Boah, warte mal, wie war das? Das war, glaube ich, damals Gothic 1 mit Milton. Irgendwas mit Gewölbe oder so. Heilwurzel. Schau mal, Diego, das ist halt all. Das sind 4 Pfeile für dich. Genau 4 Pfeile sind es für dich. 1. Jo. Das. Also, die haben halt echt keine Kraft mehr, ne? Ja, okay, also ich würde echt sagen, da das schon echt einiges ist, was hier noch abgeht, ich mache es einfach so, nach der Folge werde ich mir aber ganz entspannt was zu snacken holen und einfach alles, was wir jetzt in der Folge gemacht haben, genau so machen, ja. Das heißt, ich werde nicht mit irgendwelchen anderen NPCs sprechen, falls ich noch irgendwo einen finde. Ich werde keine anderen Gesprächsoptionen wählen, falls das irgendeinen Unterschied macht. Ich werde einfach genau den Spielstand wiederherstellen, den wir gemacht haben. Ich muss auch dann wieder mit Diego quatschen. Ich muss, heilige Mutter aller, ich muss auch noch mit Lord Hagen quatschen. Das werde ich alles machen. Dann sind wir halt wieder on track, ne? So, wartet mal, dann nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall noch einen Heiltrank. Nehmen wir 2 Heiltränke. Ich sehe nämlich wieder 3 Orks auf uns zukommen. Und das sollte schon... Ja, ist die Frage. Hm. Entweder er will ins hier rum oder er will hier rum. Ich.
Ja, ich, gut, ich werde es ja merken, ne? Ich werde es ja merken. Jawohl. Ein Mist, viel weniger. Ey, mir fällt auch gerade ein. Mach mal kurz, Diego. Mir fällt auch gerade ein. Spiel speichern. Ich mach mal hier einen. Diego ist noch da. Falls irgendwas jetzt passiert, ich habe keinen Bock, alles wieder von vorne zu machen. Sehr schön. Ja, ist es jetzt, ist es richtig? Bist du in Ordnung? Bist du fein damit? Darf ich mit dir durch Wasser gehen? Okay, er schwimmt. Weil das andere wäre halt wieder Richtung, altes Lager und so. Wir sind unsichtbar. Achso, ja, okay, ich dachte mir schon so, hä? Wieso ist jetzt Diego in uns? Perfekt. Er ist noch da. Er ist noch da. Och, komm. So, hier müssen wir eh aufpassen, ne? Mit diesen Wölfen hier. Er ist noch da. Alter, wie hier, du haust ab. Nicht hier. Okay, dann könnten wir hier hoch und links wäre eine mögliche Direction, ne? Und dann würden wir uns auf jeden Fall sehr weit vom alten Lager entfernen. Paladin-Dinger sind da auch nicht mehr. Und der Orkwall ist auf der ganz anderen Seite. Der ist in der Nähe vom Fluss. Ich hoffe mal, dass das jetzt der Weg to go ist. Mhm, er ist auf jeden Fall noch da. Ich speichere nochmal. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Also ich glaube, ab hier kann man jetzt nicht mehr allzu viel falsch machen. Gegebenenfalls hätten wir eventuell auch die Orks mit ihm wegklatschen können. Ich weiß es aber nicht. Oh, war Paladin-Befestigung, zumindest Schürf-Befestigung. Da gehen wir lieber mal hier unten rum, ne? Weil da will er ja nicht in die Nähe gehen. Hier waren, glaube ich, nur Lurker. Genau, hier waren keine Orks. So, dann könnten wir doch jetzt hier einfach durch den Wald. Ja, okay, hier sind aber auf jeden Fall auch noch Orks. Müssen wir aufpassen. Aber wir sollen uns auf jeden Fall von links. Von diesem Schürfding. Hab ich. Der Zauber ist weg, ne? Perfekt. Ja. Okay, okay, perfekt, perfekt. Und dann die hier noch. Sehr schön. Das war knapp, aber ging gut. Nichts zu plündern. Nimm mal kurz hier ein. Mach mal so einen Kralle-Step. So. Okay, und noch. Warte mal, müsste hier nicht noch eine Axt liegen? Hm, okay. Warte mal, ich glaube, es ist Zeit für eine Heilung. Haben wir da noch eine? So eine kleine? Weil, also 1000, das ist schon, 1000 ist schon echt eine Ansage, also vom Heal-Faktor her. Wir haben noch, am Mittel gibt es auch noch 400, das hört sich gut an. Brauchen wir aber, glaube ich, ein bisschen Mana. 1000 ist echt eine Ansage, das würde ich mir gerne noch ein bisschen aufbewahren, bis zum Schluss. Wenn wir dann wirklich mal so, Scheiße! Was war das jetzt? Ich habe irgendwas gewastet, 4. Kurz gucken. Was ist die 4? Was ist die 4? Oder, ja gut, jetzt wahrscheinlich weg, ne? Es ist die 8. Wir haben 4 Stück davon. Mhm. Okay. Einmal bitte kurz speichern. Und dann geht's hier weiter. Mit einem Wildschwein. Was ein One-Hit ist für einen Diego. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Alter, wir haben das gerade auch ge-One-Hitted. Nice. Da hat der Crit mal wohl zugeschlagen. Nichts zu plündern. Okay, du bist da. Wir sind still on the right track, denke ich mal. Oh, okay, jetzt wird's gefährlich, nochmal wegen dem Magier. Da würde ich sagen, strategisch verstecken wir uns hier hinter dem Baum. Sehr schön. Alter, ist es. Ja, Diego ist halt schon, was Bogen angeht, ne, heftig. Also Schwert, 3 Hit ist auch echt nicht schlecht, aber 2 Hit mit einem Bogen bei einem Ork, ne, ist halt schon eine Ansage. Mhm. Okay.
Also ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass wir bisher noch keinen Story-Input bekommen haben durch Diego. Wir haben auf jeden Fall aber deutlich Erfahrung bekommen. Also, oh Scheiße, wo kommst denn du her, Jung? Oh, Diego ist unsichtbar. Da müssen wir mal kurz zwischenspeichern. Perfekt. Ja, okay, also ich sag's mal so, das ist halt bestimmt jetzt insgesamt, also ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber so insgesamt bestimmt ein Level hier an Erfahrung. Ein Level entspricht ungefähr 10.000 Erfahrung. Ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass es hinkommt. So, mit allem zusammen jetzt, was hier auf dem Weg rumgelungert ist, hat. Wir müssen mal rechts, oder? Bitte bleib hier. Ja, also wir haben es echt bald geschafft, ne? Bitte bleib hier. Vielleicht gibt es noch irgendwie für den Abschluss, wenn wir Diego wirklich hingebracht haben, dann noch mal ein bisschen Erfahrung, was wir nicht machen, also nicht bekommen haben durchs andere, also durch den verkackten Spielstand, mehr oder weniger. Könnten schon 10.000 sein, 10.000 Erfahrung. Oh, warte mal. Ach so. Nee, da müssen wir hier runter. Das ist nur so eine kurze Zunge, die nach oben führt. So, hier ist noch ein Snapper, aber im Prinzip, ne? Ja. Brauchen wir da nichts machen. Du hast noch Leben. Also zumindest solange kein Dreierpack Orks mehr kommt, sollte der auch über den Berg sein. Passt das hier immer noch? Ich habe halt keinen Bock, jetzt noch gegen Ende hin was zu verkacken, ne? Soll ich auch meinen Bogen rausnehmen? Okay. Borst. Ja. Doch, ich denke, nochmal kurz umdrehen. Ich speichere hier auch mal. Wartet, ich speichere auch bei Diego ist noch da. Okay, perfekt. Ein bisschen unsichtbar. Wisst ihr, weil wenn irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel laufe und ich speichere aus Versehen auf F5, drehe mich um und Diego ist doch weg, dann müsste ich ja nochmal von dort anfangen, wo ne, der alte Speicher war. Also der Speicher, wo ich jetzt halt wieder reloaded habe, um die Quest dann doch noch erfolgreich abzuschließen. Er ist immer noch da. Deswegen einfach diesen Speicherstand Diego ist noch da. Falls ich aus Versehen auf F5 komme, dass ich das nicht fälschlicherweise dann überspeichert habe. Okay, also jetzt echt Erfahrung und Item und Goldmäßig ist da halt echt nochmal einiges zusammengekommen durch den Weg. Das heißt, zu 100% wird es so ablaufen, dass ich jetzt nochmal alles so mache, wie ich es gesagt habe, mit dem ich snack was und wiederhole einfach alles. Oder mache halt einfach alles. Oh, wir sind hier, ne? Hier sollte jetzt eigentlich... Also ich gehe jetzt noch nicht durch. So... 500 Erfahrung, ja. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ja, ich habe okay. Da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Mhm. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Okay, da erzählt er uns dann, dass wir in die Stadt sollen. Okay, das heißt, Freunde, ich werde ab diesem Moment, ja, also wenn ich jetzt hier durchgehe, auch wieder Marvin nehmen und Go to Diego machen. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel irgendein NPC auf dem Weg wartet, weil das Spiel genau weiß, wir würden jetzt von hier zur Stadt laufen oder so, ne? Und dann würde ich den sehen, ohne dass ihr dabei seid. Versteht ihr? Das heißt, ich teleportiere mich jetzt dann, wenn ich hier durch bin, wieder zu Diego. Dann, wie gesagt, ich werde es genau so rekonstruieren, wie wir es in Form vom Let's Play schon kennen. Bloß halt, dass wir jetzt den Weg zurückgeführt haben. Ja, gelaufen sind halt. Zurückgelegt, genau. Und, ich weiß jetzt nicht. Also, es gibt kein Front, Leute, so. Alles cool bei uns, ne, aber so viel Story-Input gab's jetzt da nicht. So, dass ich sag, Alter, wenn ich diese Information nicht gehabt hätte, holy shit, ich hätte die ganzen Zusammenhänge, wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber auf jeden Fall schön, dass wir die Erfahrung, das Gold und die ganzen Items mitgenommen haben. Jetzt dann auch das regelmäßig gemacht, also nach Regelkomfort gemacht haben. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Freunde. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Oder ist die Folge doch noch nicht vorbei?
Alter, so schlecht. Ja. Nö, ich hab jetzt nochmal, also ich war fertig mit der Aufnahme, bin vor, eine geraucht, die Kommentare nochmal gescheit durchgelesen, dachte mir, ja eigentlich war das Storytelling laut Kommentaren gar nicht mal so sehr mit Diego auf dem Weg, sondern auf dem Weg von hier zur Stadt. Das heißt, das machen wir noch, weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie dann wieder nächste Folge damit anzufangen und das sind dann noch 5 Minuten und dann geht es wieder mit dem eigentlichen Thema weiter, obwohl wir diese Folge jetzt schon irgendwie damit zu tun hatten. Wird jetzt extended, also ist eh schon extended, das heißt, wird noch mehr extended als eh schon. Aber, ja, das machen wir noch. Ja, ihr wollt ja das so. Ich werde jetzt halt bis zur Stadt spielen, bis wir Diego sehen, ja. Warte mal, hier ist ein Suchender. Ja, das erklärt zumindest den Film von vorhin, wo ich meinte, Digga, seit wann sind denn die Suchenden überhaupt so ein Film? Ich sehe gerade, wir haben keine Leben. Ja, auf jeden Fall. Das erzähle ich euch gleich, Erstmal hauen wir den Suchenden weg. Ja, da geht noch, komm. Nicht, dass irgendwie ein Feuerball zu viel ist und dann sind wir weg, ne? So, wir sind irgendwie doomed jetzt. Gib auf, solange du noch kannst. Es gibt kein Entkommen für dich. Hat der jetzt was anderes gesagt? Es ist jetzt bei mir schon ein paar Stündchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also, ne, war gerade eine fette Lernsession dazwischen. Mal, komm, lass den weghauen, Kralle. Irgendwie healen die sich wieder zwischendurch. Warte mal, stehen jetzt noch Paladine oder wurden die weggehauen? Gut, weggehauen also. Ja, dann war das, also ich weiß nicht, ob das jetzt das Storytelling war. Vielleicht kommt dann noch der ein oder andere auf uns zu. Das ist sehr schön. Teleport zum Pass in Corinnes. In Corinnes, okay, perfekt. Ja, öffnet das Tor. Sehr schön, okay, nice. War, denke ich, schon wichtig. Wieso können wir die Waffen nicht looten, ne? Ich sehe doch, dass da noch ein Schwert am Rücken ist. Erzählt mir nichts. Also, ich werde jetzt spielen bis zu Diego und dann werde ich einfach alles, was ich jetzt, Alter, voll verschoben und verdreht alles. Ich werde auf jeden Fall alles machen, was wir jetzt dann sonst noch in der Folge gemacht haben. Junge, was machst denn du hier jetzt auch noch, ha? Lades DeLorean. Lester DeLorean. ja, das steigt ab. Und was ich davor gemacht habe, ich bin zu Milton. Also das heißt, ich musste ja irgendwie wieder alles herholen. Ich bin zu Milton, dann haben wir Gorn befreit. Ich habe dem Kommandanten Garond das ganze Zeug hier mitgeteilt. Ich habe, ich bin fälschlicherweise zum Schürferlager, weil ich dachte, ich habe mit irgendjemandem gesprochen. Ich habe natürlich nicht mit dem Billgott gesprochen. Das haben wir nämlich nicht zusammen gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall sollte jetzt alles rekonstruiert sein. Hey, Lester, Jung. Endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Junge, wir hätten anders viel Teleport verpasst dadurch. Das ist heftig. Also wir kommen schnell zu Xardas. Warte mal. Nee, ich teleportiere mich jetzt nicht. Nicht, dass noch mehr solche Überraschungen auf uns warten. Warte mal, eigentlich kann ich dich voll vergessen. Denn da vorne ist direkt der nächste Suchende. Dann macht das auch Sinn, wenn es hieß, jo, die ganze Welt ist voll mit denen. Weil, okay, der greift direkt an. Auf, Alter, mit deinem scheiß Feuerball. Okay, der war jetzt sehr entspannt. Ich nehme immer den gleichen Loot als sie. Alter, okay. Okay. Suchende. Warte mal. Lester, kannst du... Du hast Eier, oder? Ein Kampf. Ja, dann hilf doch mal, Mensch. Okay, also, Leute, wenn das... Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Scheiße. Das ist sogar ein Dragon-Dude-Snapper. Warte mal. Wir müssen jetzt machen die schon. Schön, dass die Suchen dann immer Tränke geben, tatsächlich. Boah, der war jetzt halt vollkommen für den Arsch.
mal, wir müssen hier ein bisschen mithelfen. Ja, Kalle ist noch am Start. Nicht Lester. Okay, die sind... wenn Lester jetzt stirbt, ne, ich flipp aus. Alter, es geht ja übel weiter mit dem Grind. War jetzt gar nicht so erwartet. Sehr schön, haben wir den weg. Oh, jawohl, Alter. Ich hätte gern gelastet. Wo läuft er jetzt hin? Geht's wieder zurück zu Xardas, oder wie? Okay. Ja, okay, also wenn es weiter so geht mit den Suchenden, dann haben wir vielleicht ein Problem, Leute. Also, dann komme ich da nicht lebend an. Dann mache ich das Ganze jetzt, was ich vorhin, also für euch vor einer halben Stunde oder so wahrscheinlich, gesagt habe, Sinn. Weil ich habe doch gefragt, als wir diesen einem Dude gesagt haben, der meinte, yo, kannst du mir mal erzählen, was hier außen los ist? Haben wir doch gesagt, du, da ist alles voller Suchenden. Und ich habe so gefragt, hä, was, wieso ist das auf einmal so ein Ding? Wir haben einen Suchenden getroffen, oder halt, ich glaube zwei waren es. So, aber jetzt macht es Sinn, die sind halt, überall sind die, überall. So. Absteigen, speichern und dem Suchenden auf die Schnauze geben. So, warte mal, der wird gleich mit dem Feuerball kommen, oder redet er? Ah, der redet, okay. Da muss man aufpassen, dass man den nicht direkt gibt. Das haben wir vorhin gehört, ne? Das haben wir beim ersten Suchenden, wo ich noch im Fail-Gameplay war, gehört. Perfekt. Das ist schon, also... Das war jetzt aber nicht von ihm, ne? Das ist, glaube ich, schon echt undodgebar. Also, dass man da wenigstens einen Feuerball frisst. Okay, noch mehr? Ja gut, dann lasst uns einfach mal weiterlaufen. Ich werde auch den Suchenden, der da hinten irgendwo stand, wieder weghauen. Das ist klar. Soweit waren wir dann auf jeden Fall schon. So, wollen wir wetten, an der Brücke chillt noch einer? Ah, okay, Klischee nicht erfüllt. Wäre jetzt halt echt perfekt. Der steht genauso hier auf der Brücke, ist so Brückenwächter. Okay. Mhm. Ich nehme Trank, weil Feuer ist da. Zack, speichern. So, mal gucken, ob er spricht oder nicht. Ich ziehe trotzdem mal die Waffe. Er spricht. Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt nur retten können. Aha, das wollen wir mal sehen, hm? Ein beklemmendes Gefühl befällt dich. Aha. Was heißt das? Also, hat das... Ja gut, jetzt kenne ich ja schon ein bisschen so ein paar Hintergründe. Maybe. Hat das was mit dem Segen zu tun? Werden wir gerade verflucht oder so? Na gut, nehmen wir einfach mal an. Oh Gott, hier ist noch einer. Jesus. 5 Meter... Okay, jetzt wird's zwei hart, ne? Also ich weiß nicht, ob wir den überleben. Gib auf, solange du noch kannst. Es gibt kein Entkommen für dich. Hä, wie useless. Ihr wollt mich doch eh tot sehen. Ein beklemmendes Gefühl befällt dich. Okay, oh Gott, wir brauchen Blitz. Guck mal, wie ist denn das eigentlich, hm? Eine Kreatur Belias zu sein? Also wahrscheinlich. Hier siehst du ja auch vorhin in diesem Kloster. Belias macht es mehr denn je auf der Welt hier. Wie ist denn das eigentlich, eine Kreatur Belias zu sein? Und von Belias Blitzen gefickt zu werden, ja? Von Klaue Belia. Also, würde mich mal interessieren, ne? Okay. Ich weiß, da vorne ist gleich noch einer. Den haben wir ja schon gesehen. Da bin ich ja dann wieder reingehauen. Aber dann war's das, oder? Also, holy shit. Die sind halt wirklich überall. Ich nehme mal meine Waffe in die Hand, weil ich glaube, der hat sofort angegriffen. Ah, der will auch reden. Die wollen alle reden. Okay, achso, jetzt wiederholt sich dann wohl langsam. Ich weiß gar nicht, ob das dann so schlau ist, mit jedem davon zu reden, weil irgendwie immer danach kommt so ein beklemmendes Gefühl. Wenn es echt irgendein Fluch ist, der keine Ahnung was macht, dann können wir mal hier schauen. Nö, Lebensenergie ist noch da. Keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. Ob das ein Fluch ist, ob das irgendwas auslöst.
Wisst ihr, wie ich meine? Dass das so pro beklemmendes Gefühl minus 20 HP sind. Und wir müssen uns halt irgendwann segnen lassen, damit wir unsere maximalen HP wieder haben. Also, ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Okay, ja, hier ist dann keiner mehr. Mal gucken, was die Wachen sagen. Ob die jetzt irgendwie reagieren, weil hier alles voller Suchende ist. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay. Dann... Kralle, kannst du mal bitte einen Zahn zulegen, Alter? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Okay, weil dann würde ich sagen, hocken wir uns mal auf ihn. Aufsteigen? Bitte nicht im Bug. Oh, okay, okay, perfekt. Und dann gehen wir einfach zu Diego. Ja, ich muss jetzt ja, ich weiß, vielleicht wäre man jetzt nicht direkt drauf gekommen, dass Diego dort chillt. Aber ich würde natürlich jetzt einfach nur den Spielstand gerne rekonstruieren wollen. Oh, zu Abu-Jin müssen wir auch noch gehen. Weissagung fürs nächste Kapitel. Also hier abbiegen, perfekt. Ja, ich denke, nächste Folge wird sogar echt ein bisschen mehr Corines Folge. Gut, dass Diego. Du kommst. Du musst mir helfen. Jo, mein Speicher war gerade voll von der Aufnahme. Und ich hatte den Todescrash, ja. Ich wollte nur sagen, ich werde jetzt ab hier einfach genau das weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Und dann sehen wir uns, glaube ich, nächste Folge wieder ganz normal beim Kloster. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, er schaut schon. Ich versuche mal den Bug zu rekonstruieren, weil er sah schon ganz komisch aus. So, du musst mir helfen. Aufpassen. Jetzt, man steige einfach ab von Kralle, ist immer noch im Gespräch, läuft einfach mal ein Stück weg und fragt, worum geht es? So, ja, I don't know, was das hier ist. Das sind halt irgendwelche Leichen. Ich bilde mir ein, eins ist Lance oder wie der hieß. keine Ahnung. Freunde, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall Real Talk fürs Zuschauen und wir sehen uns Real Talk jetzt bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und macht's gut.